Ich bin Flamu Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 in Luzern oder Grendel 19 in Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben Samstag, 7. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 9c. So, das mal geht es darum, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir bei 3 Mal an, also wir fahren mit dem Velo und halten 3 Mal an. Und jetzt ist die Frage, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal auf dem J anhaltet? Ja, man kann also fahren und beim... nennen wir das J. Also entweder halt... oder ich schreibe es gerade so an. Also entweder halten wir, also zu 10% halten wir beim ersten Mal. Also wir haben hier, wir halten auf dem J an. Oder wir halten auf dem Rest vom Rad an. Die Frage ist ja, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir eben zweimal drauf anhalten. Dann haben wir J und J. R, dann hätten wir J allgemein, vom, also den Rest vom Rad und wieder auf dem J. Oder eben dann am Schluss. Das heisst, wir halten beim ersten Mal irgendwo vom Rad an, also vom Rest, also von A bis I hinten. Oder wir halten dann gerade beim zweiten und dritten Mal auf dem J. So sieht das aus. Und also das sind alle drei möglichen Konstellationen. So, und was sind die Wahrscheinlichkeiten da davon jeweils? Da haben wir die Wahrscheinlichkeit 10%, also 0,1 mal 0,1 mal 0,9. Da haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,1 mal 0,9, also 90%, ja, mal 10%, 0,1. Und da am Schluss, da haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,9, also 90% mal 10% mal 10%. Wir merken, wir sehen jetzt schon, dass die jeweils das Gleiche. Also haben wir hier 0,1 mal 0,1 mal 0,9. Das gibt 0,009. Und das gerade 3 Mal. So, mal 3 gibt es 0,027. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir von 3 Mal anhalten, 2 Mal auf dem J stoppt, also entweder beim ersten und zweiten Mal gerade, beim ersten und dritten Mal oder beim zweiten und dritten Mal. Das ist 2,7%. Ja, also 0,027, da können wir das aufnehmen auf 0,27 geteilt durch 10. Und dann können wir es noch eins führen, dann haben wir 2,7 geteilt durch 100. Und das ist genau 2,7%. So kann man es direkt lösen, ohne Wahrscheinlichkeitsbaum. Wir können aber den Wahrscheinlichkeitsbaum natürlich hier nicht. Wir können das noch. Wir können erweitern um die jeweiligen Zwischenstadien. Also wir haben hier 0,1, 10%, ja, und hier haben wir 0,9. Wir überprüfen, ist jetzt das auf der ersten Stufe gleich gross, gleich 1 gross, und dann sehen wir 0,1 plus 0,9, das ist 1, also stimmt das. Dann geht man eine Stufe runter, ja, das bedeutet 2 Versuche. Da haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,1 mal 0,1. Das hier mal das hier, das bedeutet 2 mal auf dem J anhalten. 0,1 mal 0,1, das ist 0,01. Dann beim ersten Mal auf dem J anhalten und beim zweiten Mal auf A, B, C, D, E, F, G, H oder I anhalten. Da rechnen wir 0,1 mal 0,9. 0,09, da haben wir die Wahrscheinlichkeit. Da
da beim ersten Mal auf einem von diesen 9 Buchstaben anzuhalten und dann beim zweiten Mal direkt auf dem J anhalten, das ist 0,9 mal 0,1, das ist auch 0,09. Und da am Schluss haben wir noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade zweimal nacheinander auf einem von den Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, H, I, aber eben nicht J anhalten. Das ist dann 0,9 mal 0,9. 0,81. So, auch da prüft man, ist auf der gleichen Stufe, ist die Summe davon gleich 1, also 0,01 plus 0,09 plus 0,09 plus 0,81, gibt das wirklich 1? Ja, das gibt 1. Und dann geht man noch auf die dritte Stufe runter. Da der Fall, dass wir dreimal nacheinander auf dem J anhalten, das haben wir schon berechnet, das ist 0,001. Der Fall, dass wir zweimal auf dem J anhalten und dann beim dritten Mal auf einem von diesen 9 Buchstaben, oder 9 anderen Buchstaben, das ist dann 0,1 mal 0,1 mal 0,9. Das haben wir erst gerade vorhin berechnet, eines, genau, das ist 0,009. Dann, dass wir beim ersten Mal auf dem J anhalten, beim zweiten Mal auf einem von den restlichen Buchstaben und dann wieder auf dem Abschnitt mit der Beschriftung J, ist 0,1 mal 0,9 mal 0,1. Auch das ist wiederum 0,009. So, jetzt haben wir, das sind jetzt gerade die Felder unten gesehen, ja, 0, das ist jetzt der erste Fall da gesehen, zuerst, dann haben wir hier J, R, J, das ist der Fall gesehen, und dann kommt dann noch R, J, J, das ist dann auf der anderen Seite, das ist dann hier eine. Auch hier haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,009, dass das vorkommt. So, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit für auf dem Radabschnitt J anzuhalten beim ersten Mal und dann beim zweiten und dritten Mal eben nicht auf dem J anhalten, dann haben wir auch 0,1 mal 0,9 mal 0,9. Das ist dann 0,081. Also wenn ihr euch fragt, wie man das ohne Taschenrechner berechnet, 0,9 mal 0,9, das ist 0,81. Und dann nochmal 0,1, dann rückt das einfach noch 1,0 nach hinten, dann haben wir 0,081. Das ist auch möglich, dass man das ohne Taschenrechner berechnet, aber das geht es eigentlich nicht. Es geht eher darum zu wissen, wie man zur Lösung kommt. So, und da haben wir 0,9 mal, also auf einem von den Buchstaben A bis I landen, dann auf dem J und dann wieder auf einem von A bis I, das ist 0,9 mal 0,1 mal 0,9, das ist 0,081. Und dann haben wir da noch die letzten zwei Wahrscheinlichkeiten, das ist 0,9 mal 0,9 mal 0,1. Also R, J, J, das ist dann da das letzte Beispiel, wo wir vorhin, also wo wir da jetzt beim 9c am Anfang gerade gelöst haben, da haben wir die Wahrscheinlichkeit 0,009. Und dann kommt noch die Wahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit im Sinne von Erfolg, dass man eben nicht einmal auf dem J landet. Das ist dann 0,9 hoch 3 oder 0,9 mal 0,9 mal 0,9. Das gibt 0,729. Ja, das ist die grösste Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich nicht eines vom J anhaltet. Das macht auch Sinn. Und die tiefste oder kleinste Wahrscheinlichkeit ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass man dreimal nacheinander vom J anhaltet. So, und jetzt im letzten Schritt prüfen wir, ob man, wenn man da die Summe von all von dieser Stufe da unten nimmt, ob das zusammen 1 ergibt. Gut.